Können wir uns auf eine sensationelle Landung freuen. Eine gut gemachte Delta-Landung ist einfach immer noch etwas unglaublich Schönes zum Anschauen. Es hat eine enorme Dynamik. Ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen beten, heben, würdet ihr uns hören. So wie ich das sehe, wenn wir jetzt hier Experten haben, dann wissen die ja, wieso kommt jetzt der zum Landen mit dem Wind, das ist doch nicht intelligent. Und so wie ich das sehe, wird der jetzt einen Bodenswing machen und dann nochmal 180 schauen, nochmal das Tempo, das der drauf hat. Er geht dann noch weiter. Wunderschön. Wunderbar. Super Landung. Geschwindigkeit zum ersten wunderschönen Wingover. Und jetzt noch mehr Geschwindigkeit für einen zweiten Wingover. Und mal schauen, ob es ein Looping gibt. Und nochmal einen wunderschönen Looping, sogar mit einer Vierteldrehung, würde ich sagen. Sehr, sehr technisch, sehr, sehr anspruchsvoll. Und nochmal eine Frille-Einleitung. Jetzt sehen wir, wie der Delta eigentlich nicht mehr richtig fliegt, sondern flach drunter. Wunderschöne Wingover, über 100 Stundenkilometer richtig Speed machen. Und dann gibt es einen zweiten. Es sieht alles sehr einfach aus, ist aber sehr schwierig, dass man die Manöver sehr, sehr rund kann fliegen kann und nicht eckig. Wenn man nämlich zum Beispiel den Delta bei einem Looping oder bei einem grossen Wingover zu schnell dort ausstoßen, dann können Gehbelastungen so gross werden, dass das Gerät tatsächlich auseinanderbrechen kann. Oh, ja, ja. Der Fredi erzählt euch dann vielleicht nachher, wie sich das anfühlt, wenn das passiert. Aha, Einleitung für Frilla. Jawohl, wunderschön. Mehrere Umgänge, fantastisch.
man ganz gut Lust, hört man sogar zu pfeifen. Wunderschön, rundgeflogene Wingover, fantastisch. Wunderschön, Bodeneffekt. Super, Rami. Zwei. Ja, da kommt zwei. Und der Pet kommt genau dasselbe. Steuerbarer Notschirm. Jetzt hoffen wir mal, er trifft nach der Wiese und in den Baum. Normalement, il va pouvoir poser assez facilement et assez doucement avec le regalo. Alors là, on a un bel exemple en direct pendant que Pablo perd de l'altitude au-dessus de nous pour atterrir. Anne-Sophie sagt, normalerweise landet man recht sanft mit dem Ding. Mit dem Ding. Mit dem Ding. Mit dem Retter heißt es. Et voilà, Gravi a bien posé. Donc, est-ce que c'est là? Starting with tumbling to helico, it's a joker. Back fly, back to normal flight, and he's taking speed again. For a dynamic stall to Heli. For the landing, is he going to try a grand spiral? Maybe not, maybe he's already too low. Maybe a spin with the landing. See? And no. Bravo! Bravo, René! To a back twist to Ellie. Turns very nice. With the smoke, I think he's a bit raising a bit of smoke now. And coming for the landing. He's moving his legs. This is Samuel. Landed. Bravo Samuel. Präzise. Und direkt in ein Salt. Mit einem Dynamic Stall. Jetzt hat es geklappt, ne? Ja, ja. Also beim Infinity gehen Sie direkt über den Schirm und müssen ihn super gut stoppen können. Sie setzen seine super Spirale an. Paul hat sich gut gerettet, super. Es kann auch sein, wenn man in die Turbulenzen fliegt des anderen. Und jetzt geht er direkt in den Heli. Ja.
Hast du mich lange gesehen? Luca hat die Höhe gecheckt. Kann ich noch was machen? Jetzt setzen Sie wohl zur Landung an. Paolo macht sich bereit. Frau Riesner, Applaus für die beiden. Darum die Belastung niedrig zu halten, indem man sauber mit kleinen Steuerausschlägen diese Figuren fliegt. Er ist jetzt ein bisschen gebremst durch diese Gleitschirme, das ist ein bisschen ungünstig. Schauen wir seine Landeeinteilung, seinen Landeanflug. Alles sehr kontrolliert. Er kommt rein mit einer guten Geschwindigkeit, das heißt, er geht lange ausgleiten über den Boden. Besten Dank, Wolf. Wunderschön, die Wege oben, sehr rund geflogen, mit dem Rauch. Ist das sichtbar, wenn die super geflogen sind von der Wege? Wir haben erstaunlicherweise auch heute schon wieder fast ganz leicht den Ostwind. Das ist eigentlich eher normalerweise um die Zeit nicht der Fall. Denn die Tageszeit ist in Interlaken bei ganz normalem Wetter immer noch ein bisschen Talwind.
im Westen. Aber am Tennisplatz haben wir dort am Windsor, wenn ihr den anschaut, dann seht ihr das ganz viel. Und ein bisschen den Rest bewegen, wenn ihr nachher mit dem Löffel vom Westen in Nordschweiz Richtung Osten. Oh, geht's volles Ross, wie du fliegst. Und ein Riesling oben, ganz nach dem Lucki. Spitzengeschwindigkeit bis 140 Stundenkilometer, Leitbildung circa 1,16. Der Rot ist noch schön hoch, das heisst, er muss sicher ganz fest in die Ecke gehen. Und so, ich bin sicher, dass wir allzu weit gehen ins Morgen. Das ist gerade ein bisschen an. Wunderbar, wunderbar, wunderbar.